und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute gibt es endlich wieder ein Rezeptvideo von mir. Wir machen heute ein Rezept aus meiner Kindheit. Das sind leckere gefüllte Teigtaschen, die aus einem ganz, ganz lockeren und fluffigen Hefeteig bestehen. Ich mache heute die Dinkel-Variante. Das heißt, es ist ohne Weizen, nur mit Dinkelmehl für alle die, die Weizen nicht so gut vertragen. Und das Besondere an dem Rezept ist wirklich die Fluffigkeit und das liegt daran, dass wir Hefe mit Backpulver mischen. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz schnell die Zutaten, damit wir auch direkt starten können. Wir benötigen einmal 300 Gramm Milch, einen Esslöffel Zucker, einen halben Würfel Hefe, 125 Gramm Quark, da benutze ich immer die Markerstufe, ein Ei der Größe M, ein Teelöffel Salz. Dann benötigen wir 8 Gramm Backpulver und hier habe ich 540 Gramm Mehl, Typ 630 und ich habe einfach davon 100 Gramm 1050 genommen und den Rest mit Typ 630. Ich bereite jetzt natürlich den Teig im Thermomix zu, weil es einfach die einfachste Zubereitung ist für Hefeteig, weil man da natürlich die Milch mit dem Hefe erwärmen kann. Wer das nicht hat, der erwärmt die Milch einfach auf 37 Grad in etwa. Also so, dass es angenehm warm ist in der Mikrowelle oder im Topf und nimmt dann den Hefewürfel und den Zucker hinzu. Ich mache das wie gesagt jetzt hier. Einfach alles in den Mixtopf geben, für 4 Minuten 37 Grad, Stufe 2 vermischen. Jetzt geben wir einfach alle restlichen Zutaten hinzu. Ich gebe immer einen Teil erst von dem Mehl dazu, gebe dann den Rest dazu und gebe nicht alles hinein vom Mehl. Ungefähr 3/4, den Rest schütte ich dann einfach nach und nach von oben rein, weil man ja nie genau weiß, wie groß ist das Ei und dementsprechend ändert sich dann auch die Mehlgrammzahl, die man benötigt. Und wie gesagt, wir tun alles in den Mixtopf und lassen das Ganze auf der Teigknetstufe so lange kneten, bis sich der Teig vom Rand löst. Und wenn ihr das Gefühl habt, er klebt noch ein bisschen, ist das gar nicht schlimm. Den Rest, den bearbeiten wir dann einfach auf der Teigmatte. So, der Teig ist jetzt endlich fertig. Ich hole ihn mal gerade hier raus. Er sieht noch leicht klebrig aus, aber den Rest erledigen wir jetzt hier auf der Teigmatte. Und ich mache das jetzt nicht mit Mehl, sondern tue ein bisschen Öl auf die Matte und in die Schüssel. Das ist von den Edelstahlschüsseln die mittlere Schüssel. Gib auch ein bisschen Öl rein und dann holen wir den Teig raus und kneten den einfach von außen nach innen, formen den zu einer Kugel, tun ihn hier rein, decken ihn ab und lassen ihn für ungefähr eine Stunde aufgehen. Schaut einfach, dass er sich schön verdoppelt hat. Währenddessen der Teig jetzt aufgeht, zeige ich euch schon mal eine Variante, wie wir die leckeren Teigtaschen füllen. Ich mache jetzt eine Kraut- und Möhrenmischung, einfach weil ich die am leckersten finde. Es gibt natürlich auch noch die Variante mit Hackfleisch oder die mit Ei oder Kartoffeln. Schmeckt auch super lecker. Wenn ihr da Rezeptvideos wünscht, dann könnt ihr mir das gerne einfach unten in den Kommentaren schreiben. Dann mache ich euch gerne nochmal ein Video dazu. Ich zeige euch jetzt, wie gesagt, meine Lieblingsvariante. Ich habe jetzt einfach hier einen Spitzkohl. Und den werde ich einfach mit unserer Hobel auf Stufe 1 ganz fein hobeln. Und wenn es gehobelt ist, knete ich das Kraut auch einmal mit den Händen richtig gut durch, damit es schön weich wird. Außerdem habe ich hier 220 Gramm Möhren, die habe ich jetzt schon mal geraspelt. Ich lagere das immer mit dem Vakuumierset von Zwilling ein. Wenn ihr euch da Infos wünscht, kann ich euch gerne welche geben. Da hält sich das Gemüse super frisch. Und zwei Zwiebeln, die werde ich einfach noch fein würfeln. Und am Ende braten wir dann gleich alles in der Pfanne an. Ich habe mir gerade überlegt, ich werde die Zwiebel einfach mithobeln. Ich halbiere die hierfür einfach, damit ich keine Ringe habe und es ein bisschen kleiner ist. Ich werde die auch auf Stufe 1 und dafür nehme ich mir aber hier den Slider drüber, damit wir uns nicht die Finger abhobeln. Dann kommen die nämlich einfach hier drauf
Deckel drauf und reiben die auch rein. Jetzt geben wir Öl in die Pfanne und dann hitze ich das ungefähr auf Stufe 6, 6,5, auf jeden Fall nicht zu hoch, soll nicht anbrennen, soll schön andünsten, damit alles schön weich wird. Und dann tun wir noch Salz und Pfeffer hinzu. So, das Ganze hat jetzt ungefähr 15 bis 20 Minuten vor sich hingeköchelt. Ihr seht, es ist jetzt hier ganz zart und ganz weich. Ganz wichtig ist, schmeckt das Ganze nochmal ab, ob noch ein bisschen Salz oder Pfeffer fehlt. Ich habe gerade eben bei mir nochmal ein bisschen Salz drauf gegeben. Ich fülle das Ganze jetzt in die Schale um und lasse das Ganze schon mal abkühlen. Der Teig, ich glaube, der braucht noch einen kleinen Moment und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Und ein Tipp. Wenn euch das Ganze zu lange dauert, könnt ihr zum Beispiel diese Füllung, also die Kraut-Möhren-Füllung, könnt ihr auf jeden Fall schon mal am Vortag machen. Das habe ich das letzte Mal zu Hause auch so gemacht. Habe das dann einfach in den Kühlschrank gestellt und am nächsten Tag den Teig zubereitet und dann direkt die Sachen gefüllt. Wenn man aber sowas wie eine Kartoffelfüllung hat, dann finde ich es nicht lecker. Ich finde Kartoffeln, das kennt ihr ja bestimmt auch selbst, wenn man Kartoffeln am nächsten Tag aufwärmt, schmecken die irgendwie schon so ein bisschen alt. Das würde ich euch nicht empfehlen, aber ich glaube, bei allen anderen Füllungen könnt ihr die schon mal vorbereiten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So ihr Lieben, wir schauen jetzt mal, wie weit der Teig ist. Bin schon ganz gespannt. Schaut mal, der ist richtig schön aufgegangen. Den holen wir jetzt raus und dann rollen wir den einfach zu so einer langen Stange. Wenn der Teig noch ein bisschen zu klebrig ist, müssen wir uns einfach noch mal ein bisschen Öl nehmen. Aber ich nehme jetzt einfach das Öl von der Teigmatte an die Hände. Das reicht schon vollkommen aus. Den kann man auch einfach so ein bisschen lang ziehen. Und dann lege ich die einfach hier an der Teigmatte entlang. Und schneide dann einfach gleichmäßige Stücke ab. Hier werde ich natürlich noch ein bisschen mehr brauchen am Rand. Aber immer so ungefähr 2 cm. Dann formen wir einfach so kleine Kugeln, machen einfach von außen nach innen. Nur so ein bisschen, damit die ungefähr die gleiche Form haben. Und dann rollen wir das einfach mit einem Teigroller oder mit einem anderen Roller, den ihr habt, der Länge nach aus. Dann auch nochmal so ein bisschen von der Breite. Aber dann haben die eigentlich am Ende so eine ovale Form, die wir haben wollen. Dann nehmen wir unsere Füllung, die jetzt schon abgekühlt ist. Geben davon so ein Giebelchen hier drauf, so ein bisschen der Länge nach. Und dann petzen wir den Teig in der Mitte zusammen. Und dann ist ganz wichtig, dass man die Form in der Länge nach lässt. Ich habe die einmal so reingemacht und dann schmecken die nicht ganz so gut, weil dann einfach zu viel Teig unten ist. Und so verteilt sich die Füllung dann einfach perfekt. Und dann tun wir das jetzt mit allen Kügelchen und legen die dann auf unseren James. Ich habe jetzt hier schon mal die ersten zwei Bleche gemacht. Hier, das mache ich dann gleich noch. Jetzt habe ich hier ein Eigelb und ein bisschen Milch. Das verquirle ich. Dann bepinsel ich das Ganze und dann wandert das Ganze in den Backofen bei Ober-Unterhitze 200 Grad. Nicht wundern, Peter, also man kann das natürlich auch in Fett frittieren, aber das ist natürlich nicht die gesunde Variante und finde ich auch jetzt so für den Alltag nicht gesund.
Und deswegen machen wir das im Backofen und die schmecken auch trotzdem super lecker. Also ich finde, natürlich schmeckt frittiert wie frittiert, das kann man nicht vergleichen. Aber dadurch, dass der Teig so fluffig ist, schmeckt das trotzdem super lecker. Und dann wandern die, wie gesagt, in den kalten Backofen, damit die nicht nochmal extra aufgehen müssen. Und ich finde auch, dann geht das Gebäck ein bisschen schöner auf, als wenn man es vorher aufgehen lässt. Aber dieses zweite Blech wird natürlich dann so sein, dass ich die dann nebenan abgedeckt ruhen lasse, bis die fertig sind. Und dann tausche ich die Bleche aus. Und die werden ungefähr 20 bis 25 Minuten dann goldbraun gebacken. Schaut einfach, je nachdem, wie euer Backofen ist. Ich stelle immer lieber die Zeit ein bisschen kürzer ein, um dann zu vermeiden, dass das Ganze verbrennt. Ich pinsel das Ganze jetzt ein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben. Die sind endlich fertig. Das letzte Blech ist gerade noch im Backofen. Ich hatte die jetzt die ersten auf jeden Fall 25 Minuten drin. Bei dem zweiten Blech ist es oft so, dass das Blech kürzer braucht. Da stelle ich immer direkt auf 20 Minuten. Dann sind die meistens auch fertig, weil der Backofen schon heißer ist. Hier der erste, den habe ich hier gerade eben schon mal abgelöst. Der ist natürlich noch feuerheiß, deswegen kann ich euch jetzt leider nicht öffnen. Aber er schmeckt wirklich super lecker. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hoffe ich, dass ihr einen Daumen hoch macht und mir auch gerne schreibt, wenn ihr das ausprobiert habt, ob es euch auch so lecker schmeckt wie mir. Und was mich natürlich am meisten interessiert, ist, welche ist eure Lieblingsfüllung, weil das war jetzt meine, aber ich habe ja auch schon genannt, es gibt ja ganz viele verschiedene. Und ja, das Rezept verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox, genauso wie alle anderen Sachen vom Pampered Chef, die ich benutze, könnt ihr in meinem Shop erwerben. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Rezeptvideo von mir. Bis dann. Tschüss.